Topfgucker TV empfiehlt. Hallo, ich bin Gerd Richter, ich bin Chefkoch im Gasthof Maxen und wir machen heute eine Buttermilchblinse. Blinzen sind Eierkuchen. Eierkuchen normal werden mit Milch gemacht. Wir machen unsere Eierkuchen mit Buttermilch und in Sachsen heißt das eben Buttermilchblinze. Wir benötigen Mehl, Buttermilch, Zucker hauptsächlich, eine kleine Prise Salz. Eier sind ganz wichtig. Wir machen aus einem Viertel Liter Buttermilch, bereiten wir den Teig. Dazu wird der Zucker dann eingestreut. Das ist immer eine Geschmackssache. Wichtig ist immer eine kleine Prise Salz. Das hebt wirklich den Geschmack, sollte man unbedingt beachten. Vorher schon mal verrühren. Dann auf einem Viertel Liter Milch kommen zwei Eier. Die Eier werden auch dann durchgeschlagen. Wichtig ist, dass das Eiweiß bei den Eiern zerrührt wird, damit sich hinterher keine Fäden oder Klümpchen oder ähnliches bilden. Dann nimmt man ungefähr 250 Gramm Mehl. Die werden dann so langsam eingestreut. Ja, mit Streuen ist heute nicht. Wichtig ist immer zwischendurch mal verrühren. Gut verrühren vor allen Dingen, dass sich wirklich keine Klumpen bilden. Das sollte nicht zu flüssig sein, aber auch nicht zu fest. Ja, so sieht das schon ganz gut aus. Ich denke mal, viele machen eine Probeblinze, das können wir dann mal probieren. Man kann dann variieren, der eine mag es etwas dicker, der andere mag etwas dünner. Das ist immer eine Geschmackssache. Dieser Teig bleibt jetzt einfach rund 10 Minuten stehen, damit das Mehl ordentlich ausquellen kann. Das ist wichtig für die Konsistenz und auch für die Haltbarkeit der Blinzen, wenn Sie die aus der Pfanne nehmen. So, für die Füllung. Wir machen heute eine Apfelfüllung. Ich habe gestern Abend schon ein paar Rosinen eingeweicht. Man kann die in Alkohol einweichen, man kann die in lauwarmem Wasser einweichen. Auf alle Fälle würde ich empfehlen, die wirklich etwas weichen zu lassen, weil sie sonst, wenn wir die dann anbraten, die werden einfach zu trocken und zu fest. Sie wollen ja ein bisschen Biss haben, das ist nicht verkehrt, aber es muss schon etwas ordentlich sein. Jetzt nehmen wir einen Apfel. Sie können den Apfel ausstechen, schälen, machen. Ich mache es ganz einfach, weil ausstechen, das kostet mich zu viel Zeit und Arbeit. Ich fange den einfach an zu schälen, tue den dann vierteln, schneide die Kerngehäuse raus. Zu Hause, ich zeige Ihnen dann mal etwas, wir tun also etwas Zucker karamellisieren. Vorsicht damit. Karamellisierter Zucker ist sehr, sehr heiß, wenn dort irgendwas schief geht. Also das gibt schon richtig ordentliche Verbrennungen. Zu Hause, es reicht, wenn Sie die Äpfel zum Beispiel in Butter anbraten und daraus eben eine schöne Füllung herstellen. Wir tun die heute auch noch flambieren, damit wir ein bisschen was fürs Auge und auch für den Geschmack haben. Flambieren bringt also nochmal einen ganz anderen Geschmack rein. Man braucht keine Angst haben, wegen dem, was den Alkoholgehalt betrifft. Durch das Flambieren und durch das spätere durch Gardünsten verfliegt der Alkohol. Aber der Geschmack bleibt erhalten. Bei Kindern ist es immer so eine Sache, es gibt Kinder, die mögen es, weil das ist immer was anderes, aber die meisten Kinder eher nicht. Also wenn Sie Kinder haben und diese Äpfel machen, würde ich das für Kinder nicht empfehlen. Ja, dann lassen Sie das Flambieren einfach weg. Und dann einfach ein bisschen runterschnibbeln. Natürlich immer darauf achten, gewaschene Hände, gewaschene Oberflächen. Sie können auch eine Schüssel nehmen. Wir machen das jetzt mal kurz und bündig, damit Sie auch sehen, wie groß man das schneiden soll. Also wir haben die Äpfel geschält. Wir nehmen etwas Butter, nehmen die Rosinen, wir brauchen etwas Zucker, nehmen etwas Zimt, damit wir etwas Geschmack reinkommen. Salz brauchen wir in dem Fall nicht, stellen wir gleich beiseite. Und ich nehme mir einfach eine Vanilleschote, die tue ich nur etwas teilen. Wir brauchen nicht das Mark rauskratzen. Wenn wir die Vanilleschote in die Pfanne, in die heiße Pfanne raus tun, das klang völlig zu. Vanille löst sich so bei 80 Grad, fängt das an sich aufzulösen und also nicht aufzulösen, aber der Geschmack tritt aus der Vanilleschote heraus in die entsprechenden Speisen hinein. Man braucht also sich nicht die Mühe machen, das extra rauszukratzen. Trotzdem tun wir es mal ein bisschen halbieren. Ja, das langt also zu. Die werden auch am Ende dann wieder aus dem Essen herausgenommen, weil mitessen kann man sie nicht. Die soll nur als Geschmacksträger dienen. Also, ich habe ja gesagt, wir wollen heute mal ein wenig Zucker karamellisieren. Wir nehmen eine beschichtete Pfanne, das macht man nie was verkehrt. Nicht zu groß, streuen etwas Zucker hinein, machen es schön breit.
und tun die ganze Pfanne einfach auf den Ofen. Wichtig ist, dabei stehen bleiben. Zucker tut, wenn er dann karamellisiert, schnell auch verbrennen. Das heißt, er wird dann schwarz, von braun nach schwarz. Das wollen wir nicht. Eigentlich wollen wir den nur etwas auflösen, tun dann die Äpfel hinein, die Gewürze und zum Schluss dann kommen noch die Rosinen. Und wenn wir das alles fertig haben, tun wir noch abflambieren. Es dauert jetzt ein Weilchen. Jetzt sieht man schon, ne? Ja, wie der Zucker langsam schmilzt. Wie gesagt, kann man die Flamme ein bisschen runternehmen. An der Seite sieht man schon, wird er schon leicht braun. Also man muss sich dort wirklich ein bisschen beeilen und gut aufpassen. Gut macht sich eben ein Plastelöffel. Ja, weil an dem Holz sieht man ja, es klebt dann auch, aber der löst sich dann noch. Ja, es geht doch relativ schnell. Wir haben ja auch nicht allzu viel Zucker. Bringt auch für den Geschmack her nochmal ein ganz tolles Aroma hinein. Und wie gesagt, das ist die beste Zwischenlösung. Solange kann der Teig eben ausquellen, damit er dann auch schön in der Pfanne. So. Das reicht schon zu. Jetzt wissen wir, warum wir die Flaschen nehmen. Einfach drauf. Und jetzt lassen wir das Ganze einfach etwas schmorgeln. Die Äpfel können ruhig weich werden, wir wollen sie als Füllung haben. Etwas Biss behalten sie in jedem Falle. Wie gesagt, es dauert jetzt ein bisschen, ehe wir das. Keine Sorge, auch das löst sich dann mit der Zeit überall von der Pfanne, von der Kelle. Ja, einfach ein bisschen Geduld mitbringen. Wie gesagt, immer mit der Flamme ein bisschen aufpassen. Karamellisierter Zucker ist wirklich, wirklich heiß. Der klebt so schön. Wir haben hier noch einen großen Karamellbonbon. Den lassen wir noch wegschmelzen. In der Zwischenzeit hole ich etwas Butter heran. Ich mache die Butter nachträglich rein. Nicht vergessen unsere Vanilleschote. Können wir jetzt schon mit rein tun. Kann ruhig ein bisschen so. Ah, der Zucker klebt eben überall. Und dann kann das so langsam schmorgeln. Wie gesagt, bei hohen Temperaturen, die Vanille gibt ihren Geschmack auf alle Fälle ab. Die sortieren wir dann wieder raus. Der Zucker hat es geschafft. Er hat sich wieder aufgelöst. Wir warten jetzt noch einen kleinen Moment. Ja, ab und zu klebt er eben doch noch. Das ist eben der Nachteil bei einem Holzlöffel. Jetzt müssen wir die Flamme ein bisschen kleiner machen. Derweil hole ich die Rosinen. Die sollten gut abgegossen sein. Ja, ein bisschen aufgequollen, vielleicht nicht zu viel. Wie gesagt, wenn Sie früh anfangen, können Sie es ja von am Vorher machen und einfach einstreuen. Wenn Sie riechen könnten. Oh, toll. Schön Vanille, schön Butter, alles super. Ist halt das Äquivalent zur Buttermilch, die ja doch ziemlich mager ist. Haben wir eben noch ein bisschen Fettigkeit reingetan. Zum Schluss etwas Zimt drunter rühren. Das reicht schon. Wie gesagt, auch dort vorsichtig handhaben. Die Geschmäcker sind einfach unterschiedlich. Ja, fragen, wer es mag. Ja, jetzt riecht es erst. Ach toll, klasse. So, als Highlight habe ich ja gesagt, tun wir das Ganze etwas abflammen. Dazu habe ich Rum. Sie müssen oft darauf achten, immer über 50%igen Rum. Also es gibt verschiedene Methoden, Sie können ein Glas nehmen, Sie können, was Sie machen müssen, den Rum leicht anwärmen. Brauchen wir nicht zu viel, das reicht schon. Ein kleiner, ne, einfach in die Kelle. So, und jetzt nutzen wir natürlich die Flamme aus, tun die Kelle gleich anheizen. Und schon brennt's. Sehen Sie das? Wie gesagt, keine Angst mit dem Alkohol, der verfliegt tatsächlich. Also brauchen Sie keine Sorgen haben. Jetzt ziehen wir das Ganze vom Ofen runter und schon ist unsere Füllung für die Buttermilchblinzen fertig. Als nächsten Schritt können wir sagen, der Teig ist gegangen. Nun gibt es die Möglichkeit, ich bevorzuge Margarine. Sie können auch Öl nehmen.
Der Unterschied ist, bei Margarine wird der Eierkuchen etwas weicher und beim Öl wird er einfach etwas knuspriger. Ja, das ist der einzige Unterschied vom Geschmack her. Margarine, ja, ist, also meine persönliche Meinung, schmeckt mir etwas besser, wie jetzt meinetwegen mit Öl gebacken. Aber das muss jeder für sich selber entscheiden. Nicht jeder hat ja ständig Margarine im Haushalt und nicht jeder hat, obwohl Öl hat, hört jetzt auch eigentlich jeder. Ne? Öl hat eigentlich jeder. Wir lassen die Pfanne schön heiß werden, das ist wichtig. Ja. Nehmen uns am besten, Sie können gießen, ich nehme immer eine Portionierungskelle, ne, weil wir leben in einer Gesellschaft, wo man immer darauf achten muss, dass die Kosten nicht aus dem Ruder laufen. Jetzt nimmt man einfach so eine Kelle und tue die einfach in der Mitte ausschütten. Wenn Sie die richtige Konsistenz erwischt haben, sieht das genauso aus, dass die Plinse von alleine breit läuft. Und jetzt wartet man einfach. Jetzt sieht man ganz deutlich, von unten, die Ränder werden langsam braun. In der Mitte von oben, die Flüssigkeit stockt langsam. Der löst sich von alleine von der Pfanne. Sie brauchen also nichts dabei zu tun. Jetzt tun Sie einfach wenden. Ja. Jetzt hat die Blinze die richtige Farbe bekommen. Wir haben einen vorgewärmten Teller. Nehmen etwas Füllung hinein. Nicht zu viel, weil sonst wird es auch zu süß. Wir haben die Möglichkeit, die einmal zu klappen. Heute klappen wir es immer zweimal. Nehmen Sie auf den Teller, tapieren Sie drauf, machen noch etwas Füllung heran. So ist unser Buttermilchblinze in Maxen. Guten Appetit, Ihr Gerd Richter. Alle Gastgeber und Rezepte unter www.topfgucker-tv.de